Willkommen an der Berlin Metropolitan School. Wir befinden uns hier im Karree zwischen Friedrichstraße, Torstraße und Linienstraße, also genau im Zentrum von Berlin, Berliner Mitte, die sogenannte Spandauer Vorstadt von Berlin. Ja, ganz klar hatten wir ein Platzproblem und deswegen mussten wir bauen. Insofern war die Überlegung, wie können wir diese Platte, die wir haben, es ist eine der letzten DDR-Schulen, die gebaut wurden, wie können wir die so ertüchtigen, dass wir schöne Räume für Jugendliche errichten im Jahr 2020? Wie kann so ein Ergänzungsbau für eine ostdeutsche Platte aussehen? Da wir mitten im Stadtzentrum sind, hatten wir nicht die Möglichkeit zu expandieren. Wir hatten nur die Möglichkeit, in die Tiefe zu bauen oder in die Höhe zu bauen. Und dann war ganz schnell entschieden, wir müssen in die Höhe bauen. Und dann gab es die Komplikation, dass wir leicht bauen mussten. Insofern waren wir dann ganz schnell beim Holzbau und mit dem Holzbau bei Sauerbruch und Hatten. Silke und Holger Friedrich kamen 2014 zu uns ins Büro und die größte Anforderung bestand eigentlich darin, dass sie gerne einen großen Saal haben wollten, der der Schule fehlte. Wir haben dann vorgeschlagen, bevor wir starten, gucken wir erst mal an, was braucht die Schule eigentlich, wie viele Räume braucht man später, was für Funktionen müssen die haben und so weiter. Das waren so die Voraussetzungen, um dann diese Aufstockung und Erweiterung zu entwickeln. Wir haben dann auch natürlich die ganzen Sachen untersucht, Fundamente, Tragwerk, und es war auch ziemlich klar, dass wenn wir sehr leicht aufstocken, wir das mit den bestehenden Fundamenten machen können. Weil der Plattenbau sehr systematisiert ist, das heißt tragende Wände und aussteifende Wände haben die gleiche Fundamentierung. Wir haben das Tragwerk einfach um 90 Grad geschiftet und so konnten wir praktisch die Lasten ableiten, und es war auch sehr schnell klar, dass wir das in Holz machen wollen. Die Holzkonstruktion ist Fichte, BSH in den Außenwänden und Furnierschichtholz an den Stützen und Trägern. Das sieht man auch, die haben so ganz kleine, feine, zusammengeleimte Schichten, damit die eben sehr tragfähig sind. Unter der Akustik befinden sich die ganzen technischen Elemente, die man braucht. Die Technik, die soll natürlich da sein und auch sehr gut sein, aber man soll sie möglichst nicht so wahrnehmen. Wir haben hier in diesem Saal, den wir hier sehen, alles in Holz sichtig ausführen dürfen. Wenn jetzt die Musterholzbaurichtlinie eingeführt wird, wird man diesen schönen Ort hier so nicht mehr gestalten können, weil wir ja dazu verpflichtet werden, alles mit Gipskarton zu verkleiden. Nur 25% der Oberfläche darf dann noch holzsichtig sein. Wir haben quasi noch was erreicht, bevor jetzt die Regulierungen so extrem werden, dass man es eben nicht mehr bauen kann. Und das ist eigentlich das Gute an der Sache. Wir wissen auch mittlerweile, wie so eine mineralische Wand altert im Verhältnis zu einer Holzwand im Bereich der Flure und der Klassenzimmer. Das vor den Klassenzimmern, da gibt es ja diese sehr breiten, tollen Flure, die eben aus dem Bestand auch kommen. Und jedes Jahr muss die mineralische Wand gestrichen werden. Und die Holzwand ist jetzt, seit sie in Betrieb gegangen ist, nicht einmal wieder nachbehandelt worden, weil das einfach gut altert. Ich glaube grundsätzlich, dass wir mit unserem Bauprojekt bewiesen haben, dass Schulbau geht, dass Schulbau immer gehen sollte. Also wir haben es möglich gemacht. Man geht immer davon aus, dass da Kinder nicht so Wert drauf legen, aber ich bin da komplett anderer Meinung. Ich glaube, dass gerade Kinder wertschätzen, wenn man sich Mühe gibt, und wertschätzen, wenn man ihnen gute Materialien an die Hand gibt. Weil ich glaube, dass jeder Schüler in dieser Stadt, in diesem Land eine schöne Schule verdient hat mit schönen Räumen und einer guten Gestaltung. Ich hoffe, dass wir da vielleicht einen Beitrag auch machen können für so einen Diskurs, wie Schule der Zukunft gestaltet werden kann.